Wir haben auch direkt in die Gruppe geschrieben, da gucken wir mal. Was war das? Jesse. Dan, sorry. Das war ich. Cleo, ist etwas passiert? Hab was umgeworfen. Etwa das halbe Wohnzimmer? Ja, das haben wir gehört. Wir dachten schon, das ist Michael. Ja. Dachten wir dann irgendwie wirklich gerade. Jesse, was ist denn passiert? Dan? Ich hab den verblödeten Klamottenständer umgehauen. Wie? Du hast uns erschreckt? Na, da sag ich mal nichts. Ja, wie? Indem er dagegen gefahren ist wahrscheinlich. Sorry. Rollstuhl und so. Jesse, puh. Na dann. Bis später. Sehr interessant. Thomas und Dan. Thomas, Dan. Dan? Nein, Alter, da war nix. Ich hab nur was umgehauen. Thomas? Fragezeichen? Dan? Vergiss es. Wo brennt's? Thomas? Ich will, dass du mir die Waffe gibst. Dan? Sonst noch Wünsche? Thomas? Komm schon, ich mein's ernst. Dan? Soll ich sie vielleicht noch mit Sahne garnieren? Schön. Thomas? Du weißt, dass ich im Ernstfall die bessere Wahl bin. Dan? Pff, als ob. Thomas? Du kannst mit deinem Rollstuhl doch nicht mal alleine die Etagen wechseln. Denn trotzdem. Ich habe im Gegensatz zu dir schon mal einen in der Hand gehabt. Ach. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Die Knarre gehört dir. Thomas? Glaube ich nicht. Ja, siehst du? Nein, das tut sie nicht. Dan? Oh, doch. Ich hab doch vorhin gesehen, wie du sie angeglotzt hast. Thomas? Dan, das ist nicht meine. Dan? Warum hast du es nicht einfach direkt zugegeben? Thomas wieder? Weil es nicht meine ist. Er schreibt und löscht. Ich glaube, die Waffe gehört Hennas Vater. Was? Dan? Bitte was? Thomas? Ja. Er hält sie oben auf dem Dachboden versteckt. Er hat Hennas Mutter versprochen, sie aus dem Haus zu schaffen, als Henna damals auf die Welt kam. Aber das hat er nicht. Dan? Oh. Und du bist dir sicher, dass es dieselbe ist? Thomas? Ja. Na, er redet weiter. Ziemlich sicher. Darum habe ich sie mir vorhin angeschaut. Oh. Dan, und wie soll Nathan Donfords Waffe aus seinem Versteck im Dachboden plötzlich zu uns auf die verdammte Hütte im Wald kommen? Warte, warte. Du meinst doch nicht allen Ernstes Lilly.
Oh, ist unser Tipp richtig gewesen? Thomas, doch. Dan, ach Schwachsinn. Warum sollte Lilly eine Waffe mitbringen? Oh nice, ist unser Tipp richtig gewesen? Das wäre ja voll cool. Die ist selber voll Gas erschrocken, als Cleo das Teil ausgepackt hat. Ja, natürlich ist sie das. Soll ja auch glaubwürdig sein. Thomas, ist sie? Boah, können wir das Video nochmal sehen? Lilly war währenddessen mit Sebastian am Telefon. Keine Ahnung, wie sie reagiert hat. Denn? Also schön. Lässt sich ja leicht klären. Schick sie mal direkt rauf zu mir. Thomas. Nein, lass mich das machen. Sonst weiß sie, dass ich es dir erzählt habe. Denn, ja, das stimmt. Aber dann mach's auch. Ich mag Dan. Und solange bleibt das gute Stück bei mir. Krass. Kann man irgendwie noch das Video sehen mit der Waffe? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, Dan schreibt uns privat an. War das in der Gruppe? Ich glaube, ne? Kann man hier... Ne, ich glaube, man kann nicht die Gruppenmedien sehen, ne? Schwierig. Ich glaube, es geht hier nicht. Also klar, die Einzelnen hier, ne? Müsste ja unter Videos sein. Ne, das glaube ich auch nicht dann. Bei Cleo ist es auch nicht drin, oder? Nee. Aber es ging ja um Lilly, ne? Warte mal. Das hier, oder? Hi. Für den Fall, dass du es im Gruppenchat nicht gelesen hast. Cleo hat uns gerade reingebeten, weil sie noch was mit uns besprechen will. Ich wollte dich da jetzt nicht ausschließen. Deshalb habe ich einfach schnell angerufen. Was gibt's? Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Feuerzeug. Dabei habe ich die hier gefunden. Was zum... Ist die echt? Dans Reaktion, geil. Jo. Jo. Und? Wem gehört die? Mir nicht. Mir auch nicht. Hört ihr das? Das kommt aus dem Gang. Ja, okay. Alter, aber ernsthaft? Lilly gibt keinen Ton von sich, oder? Das hätte uns auffallen können, tatsächlich. Krass. Boah, echt krass. Denn, hey. Schön, wie sie da auf die Details geachtet haben. Wirklich Hut ab einfach. Ich wollte nochmal mit dir reden. Du hast dich vorhin rausgehalten. Vorhin, wegen deinem Plan mit Michael? Naja, zu Recht. Wegen dem Plan? Yo. Ich würde dir gerne mal eine Geschichte erzählen. Warte kurz. Gut, ich habe gerade Zeit. Oh nein, zur Strafe, weil ich nicht deiner Meinung war. Na komm, erzähl. Als ich 13 war, stand plötzlich ein Kerl vor unserer Tür. Okay. Hält seinen Hut mit beiden Händen und versucht zu lächeln, als er von mir wissen will, ob meine Mutter zu Hause ist. An der linken Hand hat er eine große weiße Narbe. Er hat sich nicht vorgestellt oder so, aber das war auch nicht nötig. Ein gesuchter Verbrecher? Okay. Wenn wir das nehmen können? Naja. So ähnlich.
Ich habe sofort gewusst, wer er war. Und ich wusste auch, woher er diese Riesennarbe hatte. Der Trottel war im Vollsuff ausgerutscht, während er wie immer eine Bierflasche in der Hand hatte. Oh, ich ahne da was. Die Flasche war eigentlich für den Kopf meiner Mutter gedacht, aber die war wohl schneller als der besoffene Mistkerl. Tut mir leid zu hören, dieser Mann war dein Vater. Ja, ich glaube, ne? Ich habe dem Nichtsnutz über die Jahre viele Namen gegeben. Vater war definitiv keiner davon. Warum war er zu euch gekommen? Habe ich ihn nicht gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich von unserer Veranda verziehen soll. Oh, krass. Und dass ich für nichts garantieren kann, wenn er sich noch einmal hierher traut und nach ihr fragt. Mit 13 war er da, ne? Oh, was? Oh, übel. Ein paar Tage später komme ich abends nach Hause und der Kerl steht schon wieder auf der Veranda. Oh, oh. Oh, oh. Nur dieses Mal steht auch meine Mutter daneben. Oh nein. Sie hält sich das Gesicht, weil sie das blaue Auge verstecken will, das sie ihr gerade verpasst hat. Aber die Tränen versteckt sie nicht. Der Scheißkerl zuckt mit den Schultern, als ich auf ihn zukomme. Als ob es ein Versehen gewesen wäre oder er sich hätte entschuldigen wollen. Aber das interessiert mich nicht. Ich kann mir schon denken, was du dann gemacht hast. Was ist dann passiert? Oh oh, ich habe da so eine Ahnung, so eine böse. Hab ihm dabei geholfen, die Veranda zu verlassen. Okay. Meine Mutter hat, seit ich denken kann, extreme Probleme beim Laufen. Die hat sie dank ihm. Er hat sie die Treppe runtergestoßen, weil sie eines Abends Erbsen in den Auflauf gemacht hatte. Gottverdammte Erbsen. Oh, was, ey, oh Mann. Er hat sich nie wieder blicken lassen. Und ich weiß bis heute nicht, ob er überhaupt gewusst hat, wer ich war. Eigentlich ist es mir auch scheißegal. Hä, aber er war 13 oder was? Hat er nicht gesagt, er war 13? Wieso soll er denn ihm geholfen haben, die Veranda zu verlassen? Natürlich weiß er es. Das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, er wusste es. Elternteile spüren sowas eigentlich immer. Der Scheißkerl sieht aus wie ich. Er müsste sich schon seine allerletzte Gehirnzelle versoffen haben, um das nicht gesehen zu haben. Ich wusste bisher nichts über deinen Vater. Das ist eine wirklich schlimme Geschichte. Du hattest ihn vorher nie kennengelernt? Fragen wir mal. Nope. Oh, wie übel. Ehrlich gesagt hätte ich auch drauf verzichten können. Lange Rede, kurzer Sinn.
Oh, wie mies. Ich weiß, wie es ist, wenn plötzlich ein Monster vor der Tür steht. Und ich weiß auch ganz genau, wie man mit diesem Monster umgeht. Glaub mir, dieses Monster ist anders, das weiß ich. Na komm, wir stimmen ihm einfach mal zu. Wir hören zu, wir stimmen ihm zu. Das braucht er gerade. So. Ich muss dann mal wieder. Wir wollen doch nicht, dass der Gesichtslose auch noch an diese Tür hier sein Zeichen schmiert. Passt auf euch auf, bis später, winken. Passt auf euch auf. Oh, krass. Jake, in die Gruppe. Ich brauche eure Hilfe. Cleo? Von uns allen? Ich bin dieses Mal nicht eingeweiht. Da sagen wir nichts. Jake? Im besten Fall schon, ja. Denn? Was kommt jetzt wieder? Jesse? Hey! Hallo allesamt. Jake. Wie ihr alle wisst, hatte Michael Hansen auf Hannas Handy eine GPS-Freigabe aktiviert. Dadurch hat er mir aber auch, ohne es zu wissen, eine signifikante Schwachstelle dargeboten. Vor wenigen Minuten ist es mir gelungen, eine Verbindung zu seinem Handy herzustellen. Denn? Und was heißt das im Klartext? Dass wir in der Lage sind, uneingeschränkt auf Michael Hansens Mikrofon zuzugreifen. Oh, Alter, was? Denn, ach was. Jesse? Schockiert? Sehr gut. Vergeltung? Sehr gut. Vergeltung? Jake? Es ist zwar nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, doch es sollte genügen. Also... Sobald ich die Verbindung herstelle, werden wir alles, was in der Nähe seines Handys geschieht, hören können. Sehr interessant. Möglicherweise können wir ihm dadurch zuvorkommen. Das klingt spannend. Kannst du nicht auf seine Kamera zugreifen? Das ist eine interessante Frage. Aber ich glaube, wenn er es könnte, würde er es uns auch sagen, oder? Das könnte ich vermutlich, jedoch würde es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Jesse, das Mikrofon ist auch okay. Wir müssen uns einfach ein bisschen mehr anstrengen. Jake, und da kommt ihr ins Spiel. Boah, ist das spannend. Achtet auf jedes Geräusch, ob markant oder unscheinbar. Alles könnte wichtig sein. Cleo, alles klar. Denn, ist das dieses Emoji, Jake, noch Fragen? Werden wir gleich noch in der Lage sein, miteinander zu chatten? Was wollen wir dadurch nochmal erreichen? Also von meiner Seite nicht. Können wir doch noch, oder, chatten? Ich frag's trotzdem einfach mal, weil wir es können. Ja. Ich hielt einen Austausch untereinander für unverzichtbar. Und dreht die Lautstärke an euren Handys bitte auf.
Im besten Fall verwendet ihr sogar Kopfhörer. Ja, die habe ich abgelegt für Let's Plays. Jetzt gerade zumindest wieder. Jesse, ich habe meine leider nicht dabei. Halt, stopp, ich kann gerade nichts hören. Jawohl, gemacht. Mein Handy ist immer laut. Ja, komm, ist laut gerade. Ist auf volle Lautstärke hier, guck. Hier. Blub, blub. Nicht erschrecken. Oh, erschrecken. Was denn jetzt los? Denn, was zur Hölle? Willkommen in meiner Welt, Leute. Ja, sowas macht er ständig. Komm, wir machen mal einen Joke. Muss auch einfach mal sein, ne? Jake, ich werde jetzt die Verbindung herstellen. Warte noch kurz. Ja, warte noch kurz. Können wir noch was sagen oder fragen? Gut, leg los. Danke, kann losgehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und ich bin ruhig, wenn jetzt gleich was kommt. Connecting steht da oben. Jesse, was ist das? Ich muss reden. Was macht er? Autofahren, oder? Ich glaube, er ist in einem Gebäude, sitzt er in einem Auto. Weiß jemand, klingt, als würde er neben einer Waschmaschine stehen. Wahrscheinlich. Ich glaube, Auto, ne? Clio? Stimmt. Er fährt. Denn... ich nehme mal stark an, dass wir sein Ziel sind. Ich glaube, er hat angehalten. Oh yeah. Jake. Kein Verkehr. Keine Menschen. Wald. Das macht es uns nicht gerade leichter. Nichts. Naja, Waldgeräusche. Ein Gitter. Oh nein. Oh nein. Clio, was war das? Eine Bahnschranke, eine Kette aus Eisen. Ich konnte es nicht wirklich hören. Eine Kette aus Eisen. Oh, ich kriege ein ganz ungutes Gefühl. Hm, gut möglich. Oh nein. Wieder ein Auto. Und ein Weg voller Steine. Jesse, er hat was aus dem Auto geholt, ganz sicher. Jedenfalls fährt er nicht weiter, er geht langsamer als zuvor. Ja, er könnte doch etwas in das Auto gelegt haben. Er geht langsamer, ne? Clio? Ja, oder? Denn der ist todsicher im Wald. Würde jedenfalls zu ihm passen, denke ich auch. Nein, Unsinn. Ich weiß nicht, in diesem Steinweg, ne? Es würde passen, ja, aber... aber wie... Jesse? Ist das unheimlich? Und vor allem, wie verdammt cool ist das schon wieder? Schon wieder was Neues einfallen lassen. Ich traue mich gar nicht zu atmen. Aus Angst, er könnte mich hören. Geht mir genauso, sei nicht albern. Warte, er kann uns hören. Geht mir genauso. Denn, also.
Wenn ich jetzt der Mörder wäre. Und ich würde mitten in der Nacht durch den Wald schleichen. Was hätte ich da wohl groß vor? Nichts Gutes, das steht fest. Ich vermutlich verstecken. Eine Leiche vergraben. Ja. Oder verstecken. Oh. Henna. Jesse, oh mein Gott. Denn was? Zum Teufel. Er hat eine Frau dabei. Ist das Henna? Hört ihr das auch? Er hat eine Frau dabei. Scheiße, das ist doch Henna, oder? Thomas, das ist Henna. Cleo, ach du meine Güte. Alter. Denn, was denn das jetzt? Cleo. Irgendwas stört die Verbindung. Jake, was machst du? Ja, hört sich so an. Ganz schlechtes Timing. Hört sich so an. Denn. Mach was, Hackerman. Jake. Ich kann versuchen, das Rauschen rauszufiltern. Lilly? Beeil dich! Er hat's rausbekommen. Das Rauschen ist weg. Super, es hat geklappt. Denn, was zum Teufel hat er mit ihr vor? Lilly, ich will das nicht hören. Tut mir leid, da musst du jetzt leider durch. Du kannst es ausschalten, Lilly. Es tut mir leid. Wir müssen es hören. Klingt wie so eine fette Stahltür oder so. Signal weg. Ich hab eine ganz böse Vorahnung. Jesse, ich wurde rausgeworfen. Ja, ich auch. War das eine... Es könnte eine Werkstatt gewesen sein, oder? Jake, wir haben die Verbindung verloren. Cleo, kannst du sie wiederherstellen, Jake? Ich versuche es. Gebt mir ein paar Minuten. Jake ist nun offline. Jesse, okay. Dann heißt es für uns jetzt wohl wahr abwarten. Hoffentlich schafft er es. Ich bleibe so lange am Handy. Nutzt die Pause bitte. Hoffentlich schafft er es. Das hoffe ich auch. Wow. Huch, Jake. Es ist mir leider nicht möglich, die Verbindung wiederherzustellen. Jesse. Oh nein. Hat Michael bemerkt, dass wir da waren? Oh, ich setze mich mal kurz um so. Okay, und was machen wir jetzt? Frage ich mal. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist in irgendwo reingegangen, wo einfach der Empfang weg war. Oder weg ist. Thomas? Wir müssen um jeden Preis herausfinden, wo Michael ist. Dan? Jo, und das besser schnell.
Da bin ich ganz eurer Meinung. Gut, hat wer Ideen? Jake muss die Verbindung unbedingt wiederherstellen. Hat denn jemand Ideen? Jesse? Wir haben doch total viel gehört. Lass uns das noch einmal durchgehen. Irgendwas davon hilft uns ganz bestimmt. Na dann los. Und an was genau denkst du da? Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Gehen wir das Ganze doch nochmal durch. Also es fing damit an, dass Michael in einem Auto fuhr. Er fuhr relativ zügig, das Auto fuhr eher langsam. Ich glaube zügig, oder? Er war sich seiner Sache sicher, er kannte den Weg, vermutlich also eine Art Schnellstraße. Ich glaube, er kannte den Weg. Vermutlich irgendwo außerhalb von Duskburg. Gut, Hannah befand sich bereits bei ihm. Nee, das glaube ich nicht. Die Geräuschkulisse hatte nichts Markantes. Ja. Na, gucken, ob wir korrigiert werden. Jetzt vielleicht, Lilly? Ja, okay, wir werden jetzt schon korrigiert. Jesse? Dann war da dieses Kettenrasseln. Clio? Ich glaube, das war eine Art Tor oder sowas. Ja, das glaube ich nämlich auch. Thomas, denke ich auch. Und da schwammte mir Böses. Dann hat er Henna geholt. So eine Art Autofriedhof oder sowas. Clio, hat er sie getragen? Das tut doch nichts zur Sache. Ich denke, Henna lief hinter ihm her. Kann sein, immerhin wurden seine Schritte langsamer. Ja. Ich glaube nicht, dass sie hinterhergelaufen ist, oder? Denn... auf jeden Fall hat unser gefiederter Kumpel nicht mit plötzlichem Besuch gerechnet. Sonst wäre er nicht einfach so mit Henna herumspaziert. Stimmt, es kommt auch noch hinzu. Oder er weiß, dass die Gegend nicht belebt ist. Ja, es kommt auf jeden Fall noch dazu. Naja, weil er weiß, dass wir im Haus auf ihm warten wahrscheinlich, ne? Clio? Das metallene Geräusch am Ende klang jedenfalls sehr seltsam. Wie so eine fette Stahltür oder sowas, Jesse. Total. Clio. Was denkt ihr, was das war? Das kann ich leider nicht sagen. Es klang jedenfalls sehr befremdlich. Klang irgendwie schwer, oder? Ja, es klang schwer, fand ich. Wie eine fette Stahltür. Lilly. Ja. Jesse. Was auch immer es war. Kurz danach war die Verbindung weg. Vielleicht ist er in so einen Bunker wieder rein oder sowas. Oder eine Art Garage oder so. Thomas, die Verbindung wurde doch kurz davor schon irgendwie gestört. Stimmt, als er noch im Auto war, als wir Henna zum ersten Mal gehört haben, kurz bevor er das Tor öffnete. Ich glaube, als wir das erste Mal Henna gehört haben, ne? Clio? Ihr meint das laute Rauschen? Thomas, genau. Clio, Lilly? Und wenn dieses seltsame Objekt auch dafür schon verantwortlich war? Was kann das denn sein? Umso näher Michael diesem Objekt kam, umso schlimmer wurde auch das Rauschen. Ein Sendemast vielleicht ergibt das Sinn, aber was könnte es gewesen sein? Frage ich einfach mal in die Runde. Ein Sendemast? Das klang eher wie so eine fette Tür, finde ich. Jake? Es existieren ein paar Signale, die sich ab einer gewisser Nähe störend auf die Übertragung auswirken können. Ab einer gewissen Nähe, ne? So heißt, glaube ich. Um welche es sich jedoch genau handelt, müsste ich zunächst recherchieren. Thomas? Dafür fehlt uns eindeutig die Zeit. Jedenfalls ist dieses Rauschen ein wichtiger Anhaltspunkt. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist ein Anhaltspunkt. Jesse? Wo könnte Michael also mit Henna hingegangen sein? Jake? Morgen ist der 10. Jahrestag von Jennifers Tod. Michael hat alles auf diesen Tag vorbereitet.
Wir können also davon ausgehen, dass auch dieser Ort nicht zufällig gewählt wurde. Nein, das hat er sicherlich nicht. Ich wette, wir hätten in seinem Haus einen Hinweis darauf gefunden. Das hat er sicherlich nicht. Hätten wir das, einen Hinweis finden können? Würde mich mal interessieren. Denn, wartet mal. Was, wenn das Rauschen überhaupt keine Störung war? Guter Gedanke, Lilly. Sondern... Ein Wasserfall. Boah, krass, das könnte auch sein, ne? Würde jedenfalls ähnlich klingen. Ein Wasserfall, dem sich Michael genähert hat, würde auf jeden Fall ähnlich klingen, ja. Aber dieses metallene Geräusch, da muss da ja irgendwas in der Nähe vom Wasserfall sein. Jesse, ja, stimmt. Denn Cleo. Diese Karrenattraktion auf dem Pine Glade. Cleo? Du meinst die Pferdekutschentour? Denn, jo, genau. Gab's sie vor 10 Jahren auch schon? Cleo? Ja, natürlich. Denn? Genauso wie sie jetzt ist. Cleo, ja. Soweit ich weiß, ist sie nie verändert worden. Denn, um was geht's hier eigentlich? Könnte mich mal jemand einweihen? Wir fragen einfach mal. Ich glaube, Hannah hat diese Karrentour damals erwähnt. Du meinst, als sie dir Lilly brachte? Was ist die Pferdekutschentour überhaupt? Okay, als sie dir Lilly brachte? Yo. Jesse? Was hat es aber damit auf sich, ja? Jesse, Dan, du verwirrst mich total. Dan? Ich verwirr mich ja gerade selber. Denk doch bitte erst nach, bevor du schreibst. Also ich kann auch nicht mehr ganz folgen. Denk bitte nach. Soll nicht ganz so fies klingen, wie es gerade hier steht, ne? Aber pass auf. Henne hat damals die Pferdekutschentour erwähnt. 100 pro. Und irgendwie auch den Grimrock. Den was? Fragezeichen? Fragst du mich? Oder du reimst das jetzt zusammen? Fragezeichen? Ach, das ist der Felsen, wo der Wasserfall ist. Keine Ahnung. Cleo, nein, das kann auch schon, das kann schon sein. Oh, wie spannend. Der Grimrock ist eine der Anfahrtsstellen der Pferdekutschentour. Ja, das weiß ich, aber was hat das jetzt mit Michael zu tun? Fragen wir mal. Ja, weil da ein Wasserfall ist, oder nicht? Shit. Denn ich glaube... Hannah ist in der Nacht des Unfalls zum Grimrock gefahren. Jesse? Okay. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Und das, was wir bei Michael eben als störendes Rauschen gehört haben, war gar kein störendes Rauschen. Es war die Pferdekutsche. Sondern der Grimrock-Wasserfall, oder nicht? Genau. Ganz genau. Boah, wie krass. Jake? Der Wasserfall ist dieses Jahr für das Fest gesperrt. Ja, stimmt, Jake. Woher weißt du das schon wieder? Boah, ich muss einen Cut setzen. Ist schon wieder so lang. Es steht auf der Homepage des Festes. Naja, na und? Der kann ja trotzdem hin, oder nicht? Deswegen wird da auch nichts los sein, verdammte Axt. Die wiederum eine von Hannas zuletzt besuchten Seiten war. Lilly, wow, nicht schlecht. Aber dann wird da ja auch keiner sein, dann kann er doch da ungestört auch hin. Jesse, Cleo? Vielleicht kannst du deine Mama fragen, was es mit dem gesperrten Grimrock auf sich hat. Cleo? Mach ich. Wartet bitte kurz. Viel Glück, jetzt bin ich aber gespannt, ob Miranda das wohl weiß. Jetzt bin ich gespannt. Jesse, ich auch.
Thomas. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder Hoffnung. Das freut mich für dich. Na komm, wir machen mal ein Smiley. Lilly, auch ein Smiley. Oh, ich muss cutten. Jessie. Da fällt mir gerade was Komisches ein. Wisst ihr noch ganz am Anfang unserer Suche? Ja, da hatten wir, glaube ich, mal so ein Bild davon, oder? Kann das, irgendwie erinnere ich mich daran. Alfie hat Cleo die Freundin des toten Mädchens genannt. Oh, okay. Irgendwie sagt mir das aber was mit diesem Grimrock-Ding, ne? Warum hat er das gesagt, wenn Hannah doch im Leben ist? Oh. Warum sollte er sowas Schlimmes einfach so behaupten? Und wenn er Amy meinte, ist doch... Kann auch sein, oder? Cleo und Amy waren im gleichen Zeichenkurs. Und er beim toten Mädchen nicht von Hannah sprach? Er hat Amy und Cleo sicherlich immer zusammen gesehen. Ja, sie waren im gleichen Zeichenkurs. Vielleicht sind die mal zusammen gesehen worden. Uff, stimmt, das könnte schon sein. Alter. Alfie hat diese Behauptung aufgestellt, lange bevor die Polizei Amys Identität veröffentlicht hat. Das bedeutet, er war wirklich ein Zeuge. Ich wette, die Polizei hat mit Alfies Mutter geredet. Stimmt, du hast recht. Dann war er wirklich ein Zeuge, ne? Lilly, ich könnte mit Alfie reden, wenn ihr wollt. Sobald wir zurück in Duskwood sind. Thomas, das bringt nichts. Hab ich nämlich schon versucht. Alfie kennt Lilly aber sicherlich besser als dich. Du hast dein Spielzeuglaster kaputt gemacht. Da sage ich mal nichts. Cleo? Wieder da. Ich habe meine Mutter erreicht. Und ich weiß jetzt, warum der Grimrock gesperrt wurde. Angeblich wurde im Auffangbecken des Wasserfalls eine giftige Substanz gefunden. Boah, was? Dafür hatte Michael die Fässer in seiner Scheune? Oha, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Fässer. Erinnert ihr euch? Bild der Fässer schicken. Hey, Lilly? Aber warum sollte er das machen? Das ist eine gute Frage. Jake? Um sicherzustellen, dass sich am Tag des Festes nichts und niemand dort aufhalten würde. Cleo, ja, wahrscheinlich. Das Gebiet rund um den Grimrock wurde weitläufig abgesperrt. Ja, stimmt, natürlich, natürlich. Sonst würde es morgen dort nur so von Menschen wimmeln. Ja, das ist auf jeden Fall, meinte ich ja eben auch, dass das abgesperrt ist, kommt ihm zugute. Er hat sich ein kontrolliertes Umfeld geschaffen. Ich verstehe, war deine Mutter seit dem Vorfall selbst schon am Grimrock? Er hat sich ein kontrolliertes Umfeld geschaffen, denn... Na, da haben wir es. Der Freak hat Hannah zum Grimrock gebracht. Thomas. Dann werde ich jetzt zum Grimrock fahren. Denn... Fragezeichen... Das Fest ist auch erst morgen, ne, oder? Thomas, Hannah lebt. Und wir wissen jetzt, wo sie ist. Ich muss zu ihr. Wir vermuten es, von Wissen kann nicht die Rede sein. Ich wusste, dass du jetzt sagst. Wir sollten uns jetzt zuallererst einen Plan überlegen. Das klingt gut. Nee, stimmt, er hat sie jetzt dahin gebracht, ne? Sorry, ja. Haben wir ja live gehört. Ist schon spät. Morgen ist der Jahrestag von Jennifers Tod. Hannah ist nur noch am Leben, weil er diesen Tag abwartet. Er wird es zu Ende bringen. Hannah wird morgen sterben. Ich weiß es. Ich fürchte, Thomas hat recht, das ist doch völlig und ich fürchte, er hat leider recht. Cleo. Wenn deine Vermutung stimmt, Thomas... Alter,
Hätte Michael Amy dann aber nicht auch erst am Jahrestag getötet? Nicht zwangsweise, nein. Das gleiche dachte ich mir gerade auch. Weshalb denkst du das? Das nehme ich. Weil sie beide für den Tod von Jennifer verantwortlich sind. Aber vielleicht hält er Hannah verantwortlich. Wenn sich Michael also deshalb an ihn rächt und auch deshalb extra den Jahrestag abwartet. Ergibt es keinen Sinn, dass er Amy bereits vorher schon umgebracht hat, Jesse? Ja, hat sie irgendwie recht, ne? Aber vielleicht hält er nur eine für wirklich schuldig. Ich denke jedenfalls, dass wir jetzt nicht blindlings zum Grimrock stürzen sollten. Das schließe ich mich an. Gemeinsam in einem sicheren Haus auf ihn zu warten, ist die eine Sache. Aber unter diesen Umständen sind wir diesem Verrückten ganz bestimmt nicht gewachsen. Jedenfalls nicht ohne genauere Informationen. Wir könnten alles nur noch schlimmer machen. Hannah ist ihm erst recht nicht gewachsen, Jesse. Jedenfalls nicht ohne genauere Informationen. Also ich schließe mich da Jesse an. Wir müssen da vorbereitet rangehen. Ja, eben, Thomas. Eure Worte ändern für mich nichts. Ich muss zu ihr. Cleo, Thomas, bitte. Wir dürfen uns jetzt auf keinen Fall trennen. Dass ihr zusammen seid, ist eure Stärke. Genau das würde Michael in die Tasche spielen. Ja. Ja. Dass ihr euch trennt. Und dass wir uns streiten. Nee, dass ihr euch trennt, ne? Thomas? Dann kommt mit mir. Lilly? Was? Thomas? Gemeinsam können wir ihn aufhalten. Ihr habt noch immer den Vorteil der Überraschung. Nein, das könnt ihr sicherlich nicht. Ich sag dazu gerade mal nichts. Ich gebe euch 5 Minuten. Jeder, der sich mir anschließen will, ist willkommen. Alter, der Rest kann hier bleiben. Shit. Dan. Na ganz toll. Wie kann er nur so unvernünftig sein? Ich fasse es nicht. Nichts sagen? Wir können es eigentlich, also ich kann es verstehen. Wie weit ist der Wasserfall von euch entfernt? Lilly? Also mit dem Auto würden wir bestimmt etwas mehr als 45 Minuten brauchen. Cleo? Aber dann wären wir auch noch nicht wirklich am Grimrock. Man kann den Wasserfall nicht direkt anfahren, sondern muss noch ein ganzes Stück zu Fuß gehen. Dan? Blöd für Dan. Ja, und das in meiner Verfassung? Rechnet mit 3,5 Jahren. Wenn ich mich beeile. Lilly? Er bringt uns alle in Gefahr. Auch wenn nur er geht und wir hier bleiben. Oh was, warum ist denn Cleo jetzt einfach auf? Cleo? Was macht Cleo? Jesse? Ist gerade zu Thomas gelaufen. Ah, okay, krass. Und jetzt reden sie. Sie wird mit ihm gehen. Das ist nicht gut. Also wir können beides, beide Antworten sind scheiße. Vielleicht kann sie ihn doch überzeugen. Ja, ich glaube, letztendlich geht sie mit, oder? Ich kenne sie. Sie will Hannah um jeden Preis retten, ganz sicher. Ich kenne sie. Ja, wahrscheinlich, weil Thomas sie nochmal überzeugt, oder? Vielleicht macht sie es sogar seinetwegen. Das könnte sein.
kommt. Wir müssen auch zu ihnen. Bitte überredet ihn nicht zu gehen. Seid nicht so leichtsinnig wie Thomas. Ja, unsere Gruppe darf jetzt nicht zerbrechen. Genau. Das darf sie nicht. Jesse offline. Und Jake schreibt uns privat, es nützt nichts. Aber liebe Zuschauer, ich weiß, wie spannend es ist, aber wir haben jetzt schon wieder überzogen. Und ich muss jetzt, es ist Sonntagabend, ich muss noch ein paar Minütchen, ein paar Stündchen muss ich mich noch entspannen, bevor es dann in eine neue Woche geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und natürlich freue ich mich, dass ihr so fleißig wieder eingeschaltet habt, trotz der kleinen Duskwood-Pause. Sorry dafür, aber ich hab's ja oft erwähnt, dass ich tatsächlich, sobald was Neues kommt, das dazwischen schieben werde, und beides mischen ist doof. Das habe ich schon mal probiert mit, ich glaube, Offense und Healing. Das funktioniert nur bedingt. Also man kommt total durcheinander, also storytechnisch kommt man sehr durcheinander und auch von der Reihenfolge der Videos. Das ist mir, glaube ich, tatsächlich passiert, dass ich auch irgendwie was Falsches mal hochgeladen habe. Also was einfach von der Chronologie sozusagen nicht gepasst hat. Ja, aber ich würde sagen, wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Und ich glaube, 2 Hacks kriegen wir noch. Die Episode ist ein bisschen länger, soweit ich weiß, beziehungsweise hat diese Episode 3 Hack-Vorgänge. Und einen hatten wir, das heißt, wir kriegen noch 2, bevor es wohl ins große Finale gehen wird. Also ein bisschen wird noch was kommen. Klar, wir haben dann wahrscheinlich auch noch so ein Ende. Ne? Natürlich den, wie nennt man das, das Finale. Ne? Und dann haben wir am Ende ja noch so ein gewisses Outro-Ende, kann ich mir vorstellen. Wobei das ja nach dem letzten Hack kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass wir nach dem Finale noch einmal hacken müssen, oder? Wir müssen hacken, dann kommt das Finale plus Outro. Dann kommt jetzt nochmal. Wir müssen ja auch noch herausfinden irgendwas. Ne? Irgendwas wird noch passieren. Also ich glaube nicht, dass es Michael Hansen ist. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass es so einfach ist, dass nur der das ist. Entweder ist er es mit jemand anderen zusammen. Oder es ist wer ganz anders. Und meine Vermutung kennt ihr. Und dabei bleibe ich gerade auch. Auch was das Thema Autos und so. Und Stahltor und weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob meine Vermutung am Ende richtig ist. Ansonsten hätte ich keinen blassen Schimmer, wer es sein könnte. Naja, wir können gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession von Duskwood wieder. Ich freue mich. Bis dahin.